Ja, okay, jetzt führen die Katzen das Let's Play, wie ich merke. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Miau, 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 Minecraft Let's Play mit viel Geruckel mal wieder. Und der PC, der. Ja, Mieb. Der PC astet hier wieder ab. Ne, mit unseren Mietekatzen, die uns alle anhimmeln. Außer diese Katze. Okay, jetzt guckt es uns auch an. Das ist ein Schwert, ja! Aber ich tue euch nichts. Das war eine hässliche Katze. Geh weg! Meine Toleranz für hässliche Wesen ist erschöpft mit dir. Oh, das ist eine Kuh? Geh weg, Kuh! Los, ab, 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 ab. Stell dich noch da. Na, ab. Ja, wir werden uns noch eine schwarze. Eine Ming ist das, oder? Die schwarz-grauen da, ist das eine Ming? Ja, das weiß ich immer noch nicht. Ihr müsst wissen, diesmal produzieren wir ein kleines bisschen vor. Ich habe auch wieder Besuch dabei. Und ich habe noch gar nicht eure Kanalkommentare gelesen. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob das jetzt eine Ming ist oder eine Siam. Siam war das, glaube ich, ne? Das weiß ich alles noch gar nicht. Und aber ich habe noch nicht eure Kommentare gelesen. Deswegen nicht wundern, wenn ich jetzt noch irgendwie die Katze immer noch falsch betitelt. Aber ihr habt mir schon 100.000 Kommentare geschrieben, die mit Sachen anfangen wie "Ey du Idiot" und mit "Das ist eine Perserkatze". Was es nicht ist, das weiß ich. Endet. Ja. Da und so. Ich muss mal kurz auf die Uhr gucken. Wir haben es jetzt. Ja, passt. Oh, ein Creeper. Na, Creeper, hast du nicht Angst vor Katzen? Die haben doch eigentlich Angst vor Katzen, oder? Na los. Gucke mal. Nimm mal die Katze mal mit. Gucke mal, Katze. Ein Creeper. Katze, du musst den Creeper verjagen. Da ist er. Ist ja doof. Warte mal, wir nehmen mal so eine rote Katze mit. Komm mit. Und komm mal mit. Komm. Und dann werden wir mal so einen Creeper ärgern. Komm. Creeper. Ja, komm. 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 Los, Pikachu. Ja, wir benennen es einfach mal die Katze, wenn es Pikachu oder wir nennen sie Herobrine. Hieß der so? Dieser Überchar von Minecraft? Hast du gut gemacht, Katze. Du bleibst hier sitzen und passt einfach mal auf. Ja, finde ich toll. Du schon wieder. Kannst du Klavier spielen? Nein, dann geh weg. Geh, los. Ja, oder geh raus zu deinen Freunden, aber lass mich in Ruhe. Los, Katzen, greif das an. So. Das ist wieder der Creeper. Hat er nicht Angst vor Katzen? Anscheinend wirkt diese Anti-Creeper-Range nur dann, wenn da kein Zaun zwischen ist. Interessant. Und wir brauchen Fisch. Müssen wir eine Runde angeln. Das ist natürlich wieder total spannend. Aber wir wollen ja Katzen züchten. Und es gibt ja immerhin vier verschiedene Katzenarten und auch ein Ocelot, den man zähmen kann. Und wir wollten eine Katzenzucht machen, um dann mit einer Fülle von Katzen wieder zurück in unser Haus zu gehen. Alle miauen ganz schön viel. Und ich muss gestehen, ich habe meine Frage, die ich euch gestellt habe, sogar selbst beantwortet. Und zwar, einfach nur durch logische Denken. Die Hunde erscheinen ja in. Ach, ich gehe jetzt mal pennen. Auch wieder die Musik so laut auf dem Ohr. Die Hunde erscheinen ja. Ein Creeper. Toll, ich kann nicht schlafen, mein blöder Creeper in der Nähe ist. Hunde erscheinen ja, wenn. Oh, das ist schlecht. Na, bei Wäldern. So, jetzt haben wir so einen Wald angepflanzt und es ist kein Hund erschienen. Also kein Wolf, den man zähmen kann. Daraus schließe ich, dass wenn ich jetzt so ein Wald anpflanze, dass. Die Katze verjagt die nicht? Ha! Jetzt! Das ist ja ein cooler Trick. Oder auch nicht.
cool. Das ist irgendwie komisch. Aber cool. Die Katze wirkt also nur, wenn sie nicht sitzt. Also, nochmal für euch alle, wenn eine Katze sitzt, ist sie nicht angsteinflößend. Im Umkehrschluss, wenn ihr irgendwo eine schwarze Katze seht, dann bringt die auch kein Unglück. Das ist gut zu wissen. Wir müssten eigentlich so ein bisschen Eis wegklopfen und da angeln und dann Fischstäbchen herausziehen. Boah, Hilfe. Fisch? Da liegt der Fisch. Und wir haben keinen Platz im Inventar, was erklären würde, warum der Fisch nicht bei uns gelandet ist, sondern diese gierige Katze hat das auf ihn abgesehen. Gibt es dafür nicht irgendwie ein Makro oder so, wie bei WoW? Dieses Angeln ist ja so ermüdend. Ist wie im richtigen Leben. Ich weiß ja nicht, wer von euch gerne angelt. Ich tue es nicht. Ich kann mir irgendwie interessantere Dinge vorstellen. Zum Beispiel... Ich weiß gar nicht. Apropos interessant, ne? Ich bin heute über die Autobahn gebrettert. Ja, so mit... atemberaubenden 60 Stundenkilometern, weil einfach da so viele Autos gefahren sind und man nicht wirklich vorankam. Aber es war atemberaubend. Es war wenigstens ein bisschen frischer, weil der Tag ist ja ziemlich heiß gewesen. Und da lag eine Rigipsplatte, so seitlich, an so einem Tunnel. Also, ich bin rübergefahren über diese Rigipsplatte. Und ich dachte mir nur so, das sieht aus, als hätte das irgendwer da runtergeschmissen. Und ich muss sagen, bei 60 Stundenkilometern, wenn da so eine Rigipsplatte von einmal... ein halb Meter auf so ein Auto knallt, ich glaube, das ist nicht so gesund. Bei weitem nicht so tödlich wie ein Baumstamm, was ja auch in der Vergangenheit irgendwie mal passiert ist. Aber das ist, glaube ich, wünscht man niemanden. Nicht mal seinem ärgsten Feind. Seinem ärgsten Feind, ah nee, das lasse ich, das sage ich aber nicht. Das ist fies. Für die Männlichen unter uns. Ich hatte mich ein... Oder doch, ich sag's einfach. Das könnt ihr einfach dem Lehrer an den Kopf werfen, wenn er euch das nächste Mal mobbt. Ja? Ihr wisst ja, Lehrer sind halt gemeine Menschen, die unschuldige Schüler, die natürlich ihre Hausaufgaben immer machen, mobben. Ja? Und wenn es das nächste Mal passiert, dann sagt ihr einfach dem Lehrer, Herr Lehrer, ich wünsche Ihnen eine Erektion mit Vorhautverengung. Das ist voll gemein. Und auf jeden Fall ist der Lehrer dann bedient. Und ihr habt eure Ruhe. Nach dem Spruch. Oder ihr dürft zum Schulleiter, Leiterin gehen und dem erklären. Verweist dann bitte nicht auf mich. Ich habe den Spruch auch erst vor kurzem gehört und ich musste ihn einfach weitergeben. So, was machen wir jetzt eigentlich hier oben? Eine Ozelot! Bitte Katja, komm. Okay. Katze, bleib da, wo du bist. Ich rette dich! Autsch. Komm her, Ozelot. Katja? Die muss uns, glaube ich, erstmal entdecken. Und dann muss sie neugierig sein. Sogar zwei Katzen! Ein Traum! Warte mal. Jetzt müssen wir uns... Ja, komm. Komm. Nein, nicht wegrennen. Na, komm. Komm. Guck mich an. Ich bewege mich auch gar nicht. Komm. Ich hab einen Fisch. Ich hab einen Fisch. Ich hab einen Fisch. Oh! Du bist schon wieder so eine langweilige rote Katze. Gut, dann versuch mal die andere zu kriegen. Vielleicht kannst du dich ja überreden, dass die mitkommt. Bitte, Katze. Ich weiß gar nicht, wie hoch diese Chance ist für die jeweiligen Farben von den Katzen. Ich weiß nur, dass das selten... Ah, hinter mir laufen Leute lang. Oh, da. Ich weiß nur, dass es... Falsch. Dass halt die Ocelot-Farbe, also diese da, die man da sieht, die ist mit am seltensten. Verdammt, ist die schnell.
Hast du das gesehen? Die macht sich über uns lustig. Die lacht bestimmt auch gerade so ein bisschen. Sofern eine Katze lachen kann. Kennt ihr das, wenn Katzen so suffisant lächeln? Also so grinsen? Das kennt ihr bestimmt. Ja, Katze. Guck mal, ich bin ein Katzenfreund. Es kommt noch her. Also die Leute, die jetzt gerade erst einschalten und sich jetzt fragen, warum man nicht einfach hinrennt und der Katze eins mit dem Fisch über den Nacken zieht, da muss man sich so wenig bewegen wie möglich. Und dann kommt die an, wenn sie einen gesehen hat. Und dann muss man im richtigen Augenblick ihr quasi den Fisch zum Fressen geben. So wie jetzt kommt sie dann so angeschlichen. Und dann kann man die zähmen. Und wenn man sich zu viel bewegt oder auch gar hinrennt, dann funktioniert das nicht. Sondern nur, wenn die in diesem quasi Schleichmodus ist. Und? Nein! Ich habe zwei Fische verbraten an der blöden Miezekatze. Dann ist es keine orangene. Okay. Also wir brauchen Fisch. Wir brauchen mehr Fisch. Und wir haben hier die Möglichkeit nicht, oder? Doch. Eisangeln für Fortgeschrittene. Da passiert nichts. Und jetzt? Komm schon. Ja, miau mir nicht ins Ohr. Oh, da ist Lava. Das ist natürlich eine tödliche Todesfalle. Da sollte man vielleicht mal so machen. Und vielleicht ein Schild aufstellen. Vorsicht, Lava. Aber vorher müssen wir noch Fisch sammeln. Das hätte ich niemals gedacht, dass... Boah, Hilfe. Dass die Katze so... Boah, das erschreckt die mich immer. Oh, da kommt unser Privat-Ozelot angelaufen. Ozelot! Na, Mori? Er flaniert an uns vorbei. Würdig uns nicht eines Blickes. Den muss man auch mit seinem Leckerli über den Nacken ziehen, damit er einen mag. Jetzt müssen wir wieder angeln. Ich hoffe, dass die Katze noch da ist. Aber ich habe eine Vermutung. Umso mehr Fisch man braucht, um so einen Ocelot zu zähmen, umso... umso cooler ist die Farbe. Weil für den anderen, für diesen schwarz-grauen, haben wir auch zwei Fische gebraucht. Und für den haben wir jetzt sogar, oder hätten wir wahrscheinlich drei gebraucht. Es kann ja sein, dass dabei irgendwie was ganz anderes bei rauskommt. Das ist jetzt schlecht. Das ist auch schlecht. Wir möchten ja kein Gras angeln. Und. Können wir nicht die Katze als Köder ranhängen, die wir hier haben? Interessante Geschichte. Ihr wisst ja, es gibt Welse. Also so wie aus dem Aquarium. Diese, da gibt es ja alles Mögliche. Und mein Großvater, den ich nicht mehr kennenlernen konnte, leider. Also mütterlicherseits. Nee, ist halt Urgroßvater, so rum. Also, ne? Der hat mit Hühnchen geangelt. Da haben ihn alle ausgelacht und am Ende hat er so einen Wels rausgeholt, der, wenn er den hochgehoben hat, noch mit dem Schwanz den Boden berührt hat. Also er wird schon so seine 1,70 lang gewesen sein. Und das ist schon nicht schlecht. Ne? Immerhin können Welse, soweit ich weiß, fressen die Entenjunge. Und die Monster aus der Tiefe quasi. Deswegen war der Witz gerade mit der Katze. Ja, jetzt schiebt mich doch Katze. Ich glaube, eine Katze nehmen wir auch immer mit, weil die halt die Krüger von uns fernhält. Und genau wie Hunde können sich Katzen teleportieren, das heißt, wir haben unsere Ruhe. Die wird dann nicht plötzlich irgendwie verloren gehen oder so. Wir müssen auch nicht mal drauf gucken. Ich sehe dich, Ja, ich sehe dich trotzdem. Du bist hinterm Gras. Versteck dich woanders. Kennt ihr das? Katzen denken immer, dass man sie nicht sieht. Die gucken dann so total vorhersehbar irgendwo um die Ecke. Und
na, man hat schon ewig lange die Ohren gesehen, dann kommt langsam so, ne, kommen die Augen und die denken echt, dass man die nicht sieht. Manchmal frage ich mich, ob die Katzen uns für dumm halten. So, jetzt müssen wir erstmal wieder Fisch nehmen und die andere Katze suchen. Vielleicht finden wir die ja noch. Oh, fast. Hilfe. Und wieder kriege ich Schluck auf, mitten in der Aufnahme. Das gibt es nicht. Das könnte an der Katze liegen, die ich gerade gegessen habe. Zwar stand drauf, doppelt gebackene Ente und doppelt gebackenes Hühnchen, aber man weiß ja nie, was man da gegessen hat. Boah. Jetzt bleibt er sitzen und lass mich in Ruhe. Nein, komm mit, ich habe Angst vor den Creepern. Ich wette mit euch, die Katze ist jetzt weg. Das finde ich ja mal ein bisschen doof. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal die Katzen mit, die wir jetzt neu dazu bekommen haben. Und gehen eine Runde pennen. Und rasieren die Katze hier noch? Nee, das geht leider nicht. Schade. Mal zu. So, Sitz, Platz. Wir brauchen noch ein Schild, auf dem drauf steht Katzenzucht. Komm du mal mit, komm du mal mit. Und du, und du, und du. So, jetzt laufen sie mir nach. So. Ah. Diese Portal. Oh! Ach, jetzt rennt er doch weg. Kurz gucken. Ja, wir haben noch Bögen. Ja, Bögen haben wir sowieso. Mal ganz kurz. Das machen wir mal so. Und, das denn gerade? Bei uns miaut gerade jemand. Die Katze war es nicht. Ach, da sitzt einer genau hinter meinem Rechner und miaut einfach nur. Na du Kleine. Komm. Hier. Komm. Na, und sitz. So. Jetzt schlafen wir wieder bis zum nächsten Tag. Und holen uns die nächste Katze. Hoffentlich braucht die nicht hier so viele Fische. Nein, zu. Oh. Ein Creeper und ein Skelett. Das ist ja gerade mal glimpflich ausgegangen. Der olle Wasserkocher hier. Wie er neben mir rumzischt. Das wäre übrigens mal ein echt cooler Skin für so einen Creeper. Ich weiß gar nicht, wie kann man die Skins, kann man mit dem Texturpaket ändern, ne? Ich wüsste gerne, wie man so ein ganzes Texturpaket mal rum, also rumbastelt, rum, an dem Texturpaket rumbastelt, so rum. Dann würde ich ja gerne HD-Texturen würde ich da gerne dann reinpacken. Aber ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich habe nicht so die Zeit dafür. Aber so ein Wasserkocher-Skin wäre schon cool. Da war, glaube ich, eine Katze, oder? Oh, ein Ocelot. Erstmal hier unser Hühnchen aufessen und dann machen wir uns an die Katze ran. Wo ist denn die Katze hin? Katze? Verdammt. Nicht bewegen.
Komm schon, Katze, komm, komm. Die hat es einfach so geschluckt. Blödes Vieh. Jetzt müssen wir doch nochmal angeln. Ich glaube, wir brauchen ein paar Fische mehr. Oder die Katzen mögen keine Fische mehr. Warum kann man nicht einfach irgendwie Wellensittiche oder so züchten? Und dann die Katze... Aua, hau mich doch nicht. Ich hätte geschlagen, weil ich Wellensittiche an Katzen verfüttern möchte. Kennst du nicht Silvester und Tweety? Der versucht auch immer, die Vögel zu futtern. Und das mit den Fischen findest du in Ordnung, ja? Ja. Finde ich nicht. Die armen Fische. Die haben auch... Die haben auch Gefühle. So, aber jetzt angle ich mal ein bisschen mehr. Dann will ich diese blöde Katze haben. Ja, okay, wir... Dann nehmen wir halt Spatzen. Kann man hier irgendwo Spatzen züchten? Kakadus. Okay, Nymphensittiche. Wenn die Wellensittiche so lieb sind. Helft mir. Und wie früh habe ich eigentlich angefangen aufzunehmen? 20:10 Uhr. Das ist 20:30 Uhr. Jetzt sülze ich euch seit 20 Minuten die Ohren voll. Und wir haben erst eine Katze gezähmt und festgestellt, dass diese eine Katze hier, die ich die ganze Zeit haben will, einfach mal so locker zwei riesige Makrelen verdrückt und nicht mal mit ihrer pixeligen Augenbraue zuckt. Das mit dem Fischen, gibt es da vielleicht einen Trick, dass man das irgendwie automatisieren kann? Weil wenn man dann erstmal jede Katzen, jede Sorte von Katze erstmal hat, dann ist das ja leicht. Aber da muss man erstmal hinkommen. Das ist gar nicht so einfach. Weil dann braucht man bloß zwei Fische und dann kann man die züchten. Dann hat man so ein Miu mehr. So, jetzt haben wir drei Fische, jetzt muss das auch klappen. Aber wenn das nicht klappt, dann... Ist es voll die Superkatze oder so? Ich weiß es nicht. Da hinten ist er. Und am Ende kommt bloß eine rote bei raus. Ey, dann... Dann bewerfe ich die mal mit der Axt. Hey Schwein, willst du vielleicht... Hier? Ich glaube, die sind extra so programmiert worden, dass sie einen fertig machen, die Katzen. Na komm. Doch nicht. Zumal diese Katzen auch noch so schlau gemacht, dass sie... Gut, ich wollte gerade sagen, die gehen nicht ins Wasser, aber... Was war das denn gerade? Oh. Sei mir untertan und ich helfe dir. Ja, wir haben hier so eine schwarze bei rausgekriegt. Super. Jetzt können wir die sogar noch züchten. Super. Das ist schon mal. Das war dann den Fisch dann doch wert. Irgendwie war es dann doch schon wert.
So. Jetzt sage ich der Katze, die soll mir hinterherlaufen. Und du hast diese Katze da gern. Los. Habt euch gern. Na, sollst du auch reingehen, die gern haben. Nicht die Kuh. Was kommt da dabei raus, Mensch? Jetzt aber. Oh, so süß. Oh, guckt euch das an. Guckt euch das an. Ja, jetzt sitzt. Oh, gucke. Oh, die ist so putzig. Die würde ich am liebsten in mein Inventar packen und die ganze Zeit streicheln. Oh. Hier mit dem Bräuler. Nicht gut. Oh, gucke doch. Mit ihren tiefblauen Augen und ihrem schwarzen Stupsnäschen. Oh. Na, hallo, kleine Miezekatze. Du bist schon fast langweilig. Du bist groß. Guckst dir an. Oh. Oh. Miau. Die sind voll putzig. Du siehst aus, als hättest du einen Legostein verschluckt. Oh. Sind hier noch ein paar kleine rote Katzen? Die sind alle groß, ne? Lass dich nicht ärgern von den großen roten Katzen. Ja, du zum Beispiel. Ich hab dich direkt im Auge. Zum Glück habe ich keine Allergie gegen Katzen. Sonst wäre so eine Katze im Auge total uncool. Wir wollten ja eigentlich... Jetzt haben wir ja hier fast schon erreicht, was wir erreichen wollten. Wir wollten jetzt eigentlich noch zwei andere Katzenarten haben. Aber ich glaube, das verschieben wir noch. Wir nehmen uns jetzt... Wie nehme ich denn mit? Nein, ich glaube, das lasse ich erstmal so, wie es hier ist. Ach, ich habe noch mehr Zäune, das ist ja cool. Warte mal kurz. Aber wir haben doch so, so. Ich mache da mal ein Tor hin. Und so, genau. Und dann können wir mich durch die Tür gehen. Dann nehmen wir noch hier das andere Gestrüpp mit. Und dann pflanzen wir noch ein paar von den Bäumen an, damit es schick aussieht. Machen das so. Dann haben wir nämlich eine schöne Tür, damit wir durchgehen können, aber nicht irgendwelche bösartigen Viecher da reinkommen. So. Und zwar werden wir den Dschungel ein Stück erweitern. Den bringen wir uns quasi direkt vor die Haustür. Diese Palmen. Palmen sollen das, glaube ich, sein. Okay. Und da noch. Zack. Und hier noch. Zack. Und da auch noch. Zack. Ja, und jetzt machen wir uns erstmal wieder auf den Heimweg. Ich wollte eigentlich eine Katze mitnehmen, aber das ist einfach zu... Ja, ich wollte eigentlich noch mehr Katzen haben. Aber ich möchte ja noch weiter bauen. Woran auch immer wir gerade gebaut haben. Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich weiß nicht mal, wo wir lang gehen müssen. Hallo? Schaf? Da lang müssen wir. Ah, okay. Ich hoffe ja auch, dass wir irgendwie Wölfe finden oder so. Zum Glück haben wir den Weg ja wenigstens ein bisschen markiert. Haben da quasi an jedem Baumstumpf einmal so gegengepinkelt, damit wir den auch wiederfinden. Stirb! So, und jetzt müssen wir dann eigentlich bloß genau... Hier ist unsere alte Diamantenhöhle. Und jetzt müssen wir, glaube ich, bloß noch in die Richtung laufen. Und dann kommen wir direkt am alten Bauernhof raus. Ich weiß, einige von euch vermissen den schon total.
So, zum Glück treffen wir hier niemanden, der uns nicht mag. Das ist ja ganz gut. Keiner schlägt uns oder macht sonst irgendwelche Faxen. Tür. Warum kann man eigentlich den Kühen nicht das Fell... Na gut. Das Gute ist bei Nacht, dass man hier richtig schön querfeld einrennen kann, denn die hellen Lichter machen es einem ziemlich leicht. So, und jetzt müssen wir direkt am Bauernhof rauskommen, oder? Yeah, wir sind so gut. Und wir haben einen Creeper bei uns im Bau. Da auch noch. Hey, aua. Hey, unsere ganzen Kühe sind noch da. Das ist ja mal cool. Und alles ist noch da. Sogar die Schneemänner sind noch da. Die unfertigen. Das ist ja mal cool. Und unser Gewächshaus. Das ist ja auch cool. Gucken, ob die Hühner da sind. Es sind nicht mehr so viele, aber wir haben tatsächlich... so sagt es jedenfalls das Schild und es riecht und schmeckt auch so. Es könnte Huhn sein. Dann haben wir hier sogar noch unseren Jupp als Eissäule, weil er so einfach mal so eiskalt ist, der Typ. Unsere Schafe haben wir auch noch da. Plapp. Machen wir hier zu. So und so. Oh. Zauberschafe. So, noch einer. Gut. Perfekt. Jetzt haben wir ein bisschen Wolle. Wir müssten jetzt eigentlich noch mehr... wie mache ich das jetzt am dümmsten? Wir machen jetzt noch mehr Fackeln. Und dann... gucken wir, ob wir noch irgendwo Wüste finden. Denn, wie ihr wisst, in der Wüste findet man... Warum verlieren wir denn so viel Nahrung? Ich glaube, umso mehr man läuft, oder? Wenn man sprintet, dann verliert man auch mehr von diesem Zeug. In der Wüste soll man ja angeblich, so wurde es mir gesagt und geschrieben, soll man ja zu 99%... Also kommen halt die Dörfer in den Wüstengegenden vor. Und das möchte ich natürlich auch gleich rausfinden. Und nachdem da oben dieser Versuch, eine Burg zu bauen, völlig gefailt ist. Und auch dieses Haus noch nicht ganz fertig. Au, wow, Mensch. Bin empfindlich. Zack. Naja, hat es jetzt nicht ganz so gelohnt. Ja. Wir wollen halt in eine Wüstengegend und einfach mal gucken, dass wir dann so ein paar Menschen finden. Aber vorher würde ich eigentlich gerne das Haus zu Ende bauen. Holz haben wir ja eigentlich genug. Treppenstufen, ne? Und dann könnten wir... Oh, Mann! Leute, raus, los, raus, los, raus. Hä? So, Treppenstufen. Die ersten paar, so, so, so und so. Und daraus machen wir... Wir haben gar keinen Platz mehr. Aber wie kann er das rausschmeißen? So, machen wir mal. Ha! Und dann machen wir das Dach oben zu und dann haben wir schon mal ein Haus mehr und dann können wir uns... Du schon wieder. Raus ist mit dir, komm. Hier. Wir müssen sowieso selber raus. Wir können noch einen Iglu bauen, so mittendrin, und dann können dann die Schneemänner da einziehen. Die Familie Schnee. Schneemensch. So. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig, dass wir jetzt davon nicht mehr so viel haben. Aber wir haben ja dieses andere Holz bei.
Und das sieht man ja bei den Stufen noch nicht. Da soweit sind die ja mit den Skins noch nicht, dass man jetzt auch andersfarbige Stufen hat. Was übrigens aber sehr cool wäre. So, mal gucken, wie weit hatte ich das hier gebaut? Genau, eins drüber und das geht quasi zwei drüber. Hops. Hops, hops. Hops. Und hops. Und machen wir mal so. So. Nee, so nicht. Komm. Ja, genau. Lass die Stufe einfach. Lass sie einfach fahren. Und obendrauf stellen wir eine Kerze. Sieht bestimmt schick aus. Obwohl, wenn es danach. Ja doch, lassen wir erstmal so. Was es darstellen soll, fragt ihr euch gerade. Ich habe keinen Plan. Vielleicht ein Elchkopf oder so. Also mit viel Fantasie ist das die Schnauze und das sind die Ohren. Das ist eine traurige Hirschkuh. Mit viel Fantasie natürlich. So. Zuppel, 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 zuppel und runtergefallen. Zuppel, 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 zuppel. Was ich jetzt gerne ausprobieren würde. Ah, so. Gut. Und dann so. Und zwar die von innen ranzusetzen. Die. Oh. Ganz kurz mal. Hier um den Nachbarn kurz kümmern. Man kann ja auch die von innen ansetzen. Wo ist das jetzt? Wahrscheinlich wisst ihr das sogar besser als ich. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Gut. Und zwar so. Nein. So. Oh. Das sieht aber schick aus. Muss ich doch zugeben. Okay. Da bin ich doch jetzt mal gewillt, noch ein bisschen rum zu experimentieren. Da ist ein Endermensch. Mit einem Creeper. Da haben sich genau die Richtigen zusammengefunden. Dumm und dümmer. Ich muss euch sagen, irgendwelche Dächer bauen ist nicht so mein Stil, merke ich gerade. Das ist so aufwendig. Man muss mal aufpassen, dass man nicht runterfällt. Und ich überlege, dass da unten noch meine Spießgesellen und besten Freunde, Herr Creeper und Herr Enderman, rumrennen. Da ist der Creeper. Da. Da wird mir ganz anders. Ich weiß, die sind nicht an meinem Wohl interessiert. Doch, sie sind sehr an meinem Wohl interessiert. Und zwar daran interessiert, meinem Wohl den Garaus zu machen. So. Oh. Zack. Zack. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Zack. Dum, dum. Dum, dum. Dum, dum. Ach so, wie es aussieht, ziehe ich bald schon wieder um. Mensch, ja, ich bin ein Mensch voller Veränderung. Und ja, wahrscheinlich ziehe ich bald nochmal um. Da bin ich ehrlich gesagt schon sehr gespannt, wie das dann wird. Auf jeden Fall könnte es sein, dass es dann noch mehr Let's Plays gibt. Und ich denke mal, darüber seid ihr auch ein bisschen froh, oder? Dann könnte es sein, dass ich das ein bisschen häufiger schickt, dass ich Let's Plays aufnehmen kann. Und dann
hören wir uns öfter. Warte mal, das... Nein, so nicht. Oh, jetzt habe ich doch die Axt. Mit Höchst. Oh. Das sieht an sich echt cool aus. Muss ich doch sagen. So. Hat was auf jeden Fall. So und so. Und so und so und so und so. Und dann machen wir das nämlich daran und eins daran und eins dahin und eins. Falsch. So. Und eins dorthin. Und warum sieht es da so anders aus? Das ist schon richtig so. Und dann kann man nämlich rausgucken. Jetzt ist natürlich die Frage, warte mal, da probieren wir mal was aus. Wie sich das einbindet. Nee, sieht doof aus, ne? Ja. Schade eigentlich. Ne, man könnte aber... Ey, da habe ich eine andere geile Idee. Man könnte das ja so machen. Das da wiederum sieht wieder echt cool aus. So. Und dann... Genau so und so. Ah, mein Knie. So, und wie sieht's aus? Hat auf jeden Fall ein bisschen was Komisches an sich. Und komisch ist cool. So, und wieder haben wir ein Haus fertig. Oder? Da fehlt bloß wieder hinten halt dieser Zacken nach oben. Obwohl, wir wollen ja jedes Haus ein bisschen anders machen. Deswegen, eventuell lassen wir den Stil auch so. Ich muss jetzt mal meinen Fuß hier ganz kurz... Oh, kennt ihr das, wenn man sich in einem Headset-Kabel verheddert, gerade wenn man mitten in der Aufnahme ist? Also ihr müsst es ja kennen. Wenn ihr gerade mitten in der Aufnahme seid, dann verheddert ihr euch. So. Und mit unseren ein, zwei Fackeln, die wir noch haben, gehen wir jetzt in Richtung... In Richtung diese. Einfach mal... Genau im Gegensatz zu den Katzen, die ja zum Glück nicht verschwinden, sondern uns erhalten bleiben, genau wie die Kühe. Da hinten ist nämlich auch Dschungel, glaube ich, oder wenigstens Sumpf. Irgendwas war da hinten. Sieht mir nach Sumpf aus. Das riecht sehr sumpfig. Hm. Oh, ein mit Kürbissen bewachsenes Gebiet. Das ist ja mal wieder cool. Hier. Und ich muss mal ganz kurz das Essen, das mal rausschmeißen. Das packen wir dahin. Das packen wir dahin. Und dann umlaufen wir mal hier das Gammelfleisch. Und dann vergehen wir uns mal hier an den Kürbissen. Also wenn die hier so ja passend wachsen, ich weiß gar nicht, warum ich welche anbaue. Aber das ist immer das Schöne bei Minecraft, wenn man weiß ja nicht, was man da in der nächsten Ecke findet. Man kann Glück haben, dass man ein Meer von Diamanten findet. Man kann Pech haben und findet einen Spawner nach dem anderen und eine Höhle, die größer und irgendwie uncooler ist als die andere. Das weiß man nie. Oder man hat Glück und findet halt Kürbisse oder Diamanten. Wie schon gesagt. Oder ein paar Dorfmenschen. Das wäre auch mal wieder was Cooles.
Und ich muss zugeben, ich habe auch bis jetzt erst Menschen wirklich in der Wüste gefunden. Deswegen würde ich sagen, sieht so aus, als würden wir da einfach mal gucken. Nee, Falschstein. Da sieht es schon wieder nach Schnee aus. Da sind wir, glaube ich, nicht ganz so gut aufgehoben. Außer natürlich, wir wollen Hunde hier suchen. Die Hundis. Ja, das war jetzt schon wieder, wo ich dachte, wo bin ich denn eigentlich? Kürbisse! Ich muss mal ganz kurz von unserem Pfad abweichen und die Kürbisse da einsammeln. Weil, ihr wisst ja, unsere Kürbisarmee, oder ja, Schneemannarmee. Wenn wir dann erstmal das Gebiet quasi so bebaut haben, wie wir es wollen, und dann kommen da die Schneemänner an und erledigen den Rest. Oh, 22 treue Schneemann-Soldaten, oder wenn man genug Eisen hat, auch Golems könnte man jetzt schon bauen. Da bin ich ja fast schon wieder versucht, so viel Eisen wie möglich zu sammeln. Oh. Falls uns hier die Fackeln ausgehen, haben wir natürlich hier super Nachschub gefunden. Perfekt. Holz haben wir ja noch genug. Wir gehen mal da runter. Zack. Also jetzt bin ich mal ganz kurz neugierig. Das ist mir, glaube ich, erlaubt. Aha. Okay. Was ist hier? Oh, genauso spannend. Na dann. Schnell wieder raus. Oh, sowas hatte ich mal bei einer Map, also die ich alleine gespielt habe. Nee, falsch. Die habe ich gar nicht alleine gespielt. Die habe ich mit anderen Leuten zusammengespielt. Das war ein Multiplayer-Server. Und, fällt gar nicht richtig runter. Ich habe wirklich nur so eine bekloppten Höhlen gefunden, die irgendwie 2 Meter reingehen, und das war's. Und da hinten ist der Baum, den wir gesucht haben. Schnell ran da. Die Bäume, die wir züchten wollten. Deswegen wir eigentlich losmarschiert sind. Mit dem hellen Holz lassen mich auch, ich war heute wieder länger in der Sonne, wie man merkt. Lassen mich natürlich auch wieder tolle Sachen bauen. Komm schon, ich brauche noch einen. Wie man merkt, die sind nicht ganz so hoch. Das ist sehr angenehm. Da sind noch mehr, da sind noch mehr. Wir setzen mal hier eine Fackel hin. Und wir hatten, glaube ich, noch eine zweite Spitzhacke dabei. Da ist er. Zack, das brauche ich nicht. So. Und eine Spitzhacke, sage ich, eine Axt, eine zweite.
Also nicht nur das Holz ist interessant, sondern auch die Setzlinge. Das Holz bauen wir dann eher so für später, denn damit werden wir recht viele Häuser bauen und verzieren. Und ich bin jetzt schon seit 49 Minuten am Schwatzen. Sehe ich gerade. Okay. 5 Setzlinge haben wir schon mal. Ich würde sagen, wir gehen erstmal wieder zurück. Und wir haben auch genug hier von diesem Knochenmehl. Dann gehen wir erstmal kurz zurück und lassen den Zombie sein. Und ja. Ja. Bauen erstmal unterirdisch an unserem Gewächshaus weiter. Ist ja heute mal wirklich eine Zeit des Erntens, sehe ich gerade. Weil wir haben ja jetzt echt alles Mögliche gefunden. Wir haben Katzen, also noch eine Katze bekommen, eine zweite coole, Kürbisse und es sind gerade mal 15 Minuten vergangen. Ja. Wolle haben wir gefarmt. Uns fehlt eigentlich so ein rosanes Wollschaf. Das wäre noch echt cool. Also noch so eine Seltenheit eigentlich. Also sollten wir noch ein paar coole Sachen finden, so wie rosane Schafe oder halt eine Ocelot-Katze, dann kommt es auf jeden Fall auf meine Liste von Dingen, die so cool sind, dass ich damit in der Schule angebe und das allen halt zeige oder bei Facebook poste. Und dann bin ich natürlich auch gleich richtig glücklich. Könnt ihr auch wieder mit den Zäunen weiterbauen. Wir haben ja hier auch angefangen, das langsam einzuzäunen. Unser Reich. Damit könnten wir schon wieder weitermachen. Mensch, können wir nicht einfach so einem Huhn so einen Sattel aufsetzen wie bei den Schweinen und dann durch die Gegend fliegen? Los! Wie hieß dieses Vogeltier bei Pokémon? Ho-Oh oder so. Auch so ein legendäres, oder? Flieg. Der ist immer noch oben. Idiot. Spring. Da meckert sie. Ja. Hinab in die Tiefen, in die Untiefen unserer Mine. Die wir jetzt irgendwie sehr krass schon ausgebaut haben. Das packen wir noch damit. Und das dahin, nur was gerade nicht brauchen. Und. Ja, das war's eigentlich erstmal, ne? Okay. Oh, Hilfe. Cool, das hat gerade. Na gut. La 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 la. Ja, wenn wir so ein paar Dorfbewohner haben, dann zwingen wir die zur Arbeit in den Minen. In den Minen von Moria. Oh, hier ist es auch dunkel. Von hier könnten eigentlich einige von den miesen Viechern kommen, die hier manchmal aufschlagen. Soll es so sein, dann hat sich das jetzt erledigt. Irgendwer wollte gerade zur Tür reinkommen. Tja, schon doof, wenn ich abgeschlossen habe. Ach, schon doof, wenn derjenige auch einen Schlüssel hat. Und der Happy Panda ist ja da, zurück in der Heimat.
Guten Abend, Herr Panda. Oh, Leute, ich muss euch mal ganz kurz auf Stumm schalten, beziehungsweise ich bin mal ganz kurz aus der Aufnahme. Ciao. Ich bekomme nämlich Besuch. So, da bin ich wieder. Der Besuch ist mittlerweile weg und es ist ein ganzer Tag vergangen. Das war nämlich vom Happy Panda der Papa. Und ich wollte sowieso noch Abendbrot essen. Es war schon wieder langsam Zeit. Und deswegen habe ich die Aufnahme pausieren lassen. Jetzt nehme ich noch ungefähr eine Stunde auf. Dann sind eine Stunde und 55 Minuten um. Und ja. Oh, ihr müsst das hören. Ich habe gerade, ich habe mir 3 DVDs gekauft im Laufe des Tages. Einmal Real Steel, weil ich mir unbedingt im Kino angucken wollte. Der absolute Kinderfilm, egal. Habe ich noch nicht gesehen. Aber mir wurde gesagt, dass es das irgendwie so ein Kinderfilm sein soll. Bloß halt mit coolen Special Effects. Dann habe ich mir das Ding, also hier die Neuverfilmung von The Thing, habe ich mir angeguckt. Noch nicht angeguckt, nur runtergeladen, wollte ich schon sagen. Ja, genau, wenn man sich das kauft, dann ist es bestimmt nicht runtergeladen. Wo bin ich denn hier gelandet schon wieder? Hallo? Zombies? Oh, Eisen. Kohle. Paranormal schlecht Namen aussprechen Activity. Ja, und den haben wir uns gerade angeguckt und der ist gut. Knüpft sehr gut vor den zweiten oder ersten Teil. Ihr wisst ja, die muss man in falscher Reihenfolge muss man sich die angucken, wenn man quasi verstehen möchte. Übrigens, ich sehe bloß die Hälfte, weil es so dunkel ist. Er ist auch ein bisschen behindert. Wo lande ich denn hier schon wieder? Hier, irgendwo, wo ich nicht landen möchte, oder? Ja, und ich muss sagen, ich finde, da ist schon wieder so eine Riesenhöhle. Och nö. Hilfe. Ja, ich finde halt. Wow! Die geben wir eins mit der Axt. Komm. Ja, der Film ist halt cool und wie immer gruselig. Ich mag gruselige Filme. Also zu empfehlen, falls ihr die noch nicht gesehen habt und wie gesagt, nicht vergessen, guckt die in falscher Reihenfolge. Ja. So, wir müssen jetzt noch ein paar Fackeln machen. Weil ich habe schon wieder was gefunden und das möchte ich mir natürlich angucken. So, haben wir einen Bogen, haben wir auch noch. Wir haben kein Schwert mehr, sehe ich gerade. Schade. Da kommt gerade irgendwer. Na, wer ist es? Der Happy Panda oder Your Mom? Es ist Your Mom. Your Mom betritt mal wieder den Raum. Der ewige Student. Oh, da geht's tief runter. Sehr tief. Ich glaube, wir brauchen mal wieder ein bisschen Ausrüstung. Aber vorher sollte man vielleicht wissen, wo wir hier... Von wo wir... Da, von da. Ja, dann würde ich sagen, wir brauchen mal eine... Da ist das Fenster zugegangen. Eine Workbench brauchen wir. Schon wieder. Und dann müssen wir einfach mal ein paar... Schilder machen. Und brauchen mehr Holz, ne? Hallo, Your Mom, wie geht es dir? Ja, ignoriere uns. Wir sind nur arme Irre. Da grinst er. Über mich grinst er. Habt ihr das gehört? Er ist so ein unfreundlicher Mensch, ja? Unglaublich. Und sowas will irgendwann mal Lehrer oder so werden. Oder und so. Typ. Nicht mal die Katzen mögen dich. So, wir müssen uns erstmal hier rausbauen. Und dann... machen wir uns hier ein Schild hin. Okay.
dann nennen wir das einfach mal Mine. Mine. 0000000, weil wir noch ganz viele Minen finden werden. 1. So. Und dann holen wir uns noch ein paar Stufen, weil davon haben wir gerade ganz viele. Und bauen hier runter. Vielleicht können wir noch ein paar Zombies ärgern. Ups. Ups. Oh, Hilfe. So. Und so. Und jetzt müssen wir hier... ich bin eigentlich dafür, dass wir das mal hier zuschaufeln. Zack. Und so. Und Ruhe ist... Ja. Und dann ging es ja immer runter und einmal hoch, ne? Ja. Dann werden wir hier unten auch noch aus... Oh, da ist der Zombie, da ist der Zombie. Oh, komm schon, komm schon. Oh, toller Zombie. Klaut mir einfach hier Pfeile. So, was gibt's hier noch? Ach, der Zombie, der ist da... Wegen dem Wasser war der so. Ich würde mich ja auch als Zombie wehren. Duschen, baden. Da ist man schon untot, dann... Ja, stolper doch über die Katze. Hör auf, die Katze zu quälen, du Tierquäler. Da grinst er. Da freut er sich. Seine wahre Natur wurde erkannt. So, mal gucken. Da. Ihr wisst, wir brauchen noch ganz viel Eisen. Weil wir halt noch ein paar Golems bauen wollen, die ja dann unser Land beschützen. Was machst du da? Ist irgendwas in das Bett gefallen? Ach so. Hört ihr das? Sie legt sich da gerne aufs Bett und regelt sich. Versuche nach irgendeinem... Auch? Oh. Schön. Das freut mich. Die Scheiß-DVD. Welche Scheiß-DVD denn? Das könnte das Ding sein. Mein Ding ist dahinter gefallen. Der war schlecht, ne? Dankeschön. Ich wollte auch nie Komiker werden. Let's Player ist schon schlimm. Dann was? Ja, der muss da hinten liegen. Ich habe davon zwei Stück. Einer davon hat der Your Mom geklaut. Der übrigens gerade hier in der Küche rumwuselt. Geht's denn hier nochmal zu dem Schild mit dem Mine sowieso? Ja. Was denn? Findest du nicht mehr? Tja, dann ist er unter dem Sofa. Ja. Muss ich ja machen. Ist ja kein Problem. Lass einfach da. Toll. Ich überlege gerade, ob wir einfach ganz stumpf... Nee. Stumpf ist doof. Wir brauchen noch Rohstoffe. Was machst denn du da? So. Dachte, du willst halt schon wieder drunter klettern. So. Leute, jetzt wird's spannend. Wir gehen jetzt in die so große Höhle mit ganz vielen Fackeln und hoffen, dass wir nicht sterben. Es spiegelt ein bisschen von hinten, deswegen, wenn ich mal auf den ersten Blick nichts sehe, also nicht jetzt irgendwie an zigtausend Diamanten vorbeilaufe, dann seid mir nicht böse und schreibt einfach in die Diamanten, schreibt einfach rein, oder besser auch in die Kommentare, dass ich da die Diamanten übersehen habe. Oh. Da geht's weit, weit nach unten. Da haben wir noch eine ganze Menge Arbeit vor uns. Ich glaube, es wäre vielleicht cool, wenn wir alles, was man noch irgendwie gebrauchen könnte, in Kisten packt. Machen wir mal hier Kisten hin. Ihr wisst ja, wir haben ja Unmengen an Kisten immer stehen. So, wir packen rein. Dies, das, jenes, wie, welches. Das werden wir jetzt auch nicht gebrauchen. Das auch nicht, auch nicht, auch nicht. Das können wir da hinpacken. Brauchen wir nicht. Ich würde es aber gerne mitnehmen. Das nehme ich mit. Das kann auch da bleiben. Nee, das nehmen wir mit. Hier fliegt eine Mücke rum oder ein Flieger. So, da stinke ich auch nicht. Das, 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 das,
Das, das, das kann mitnehmen. Die wollen und das. Und das. Das können wir auch noch hier lassen. Gut. Und den Rest, den benutzen wir jetzt, um auf unserer Expedition voranzukommen. Das ist ja wieder eine sehr spannende Höhle. Vielleicht sollten wir einfach mal hier alles rauskloppen. Wir können es vielleicht noch gebrauchen. Ganz ehrlich, ich habe richtig Angst, wenn ich irgendwann mal diesen Modus spiele, wo man wirklich nur einmal sterben kann, diesen Überlebensmodus. Weil dann ist man ja wirklich die ganze Zeit nur, also nicht wie wir das jetzt hier machen, man baut sich was Schönes, sondern man ist wirklich immer auf der Suche, um seine Festung zu verbessern und damit auch nichts reinkommt und baut Fallen. Und das könnten wir natürlich jetzt auch machen, aber das, naja, verunglimpft so ein bisschen die Umgebung. Aber vielleicht machen wir das auch noch irgendwann, dass wir mal eine Folge in so einer Welt drehen, in der man halt ganz von vorne anfängt und wo wir wirklich nur unterwegs sind und hoffen, dass wir nicht getötet werden. Nicht getötet werden ist übrigens auch sehr erstrebenswert. Das machen wir mal zu. In der Hoffnung, dass wir hier wieder rauskommen. Was ist das denn? Müssen wir hier kurz. Oh mein Gott, wir haben Diamanten gefunden. Alles meins, 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 meins. Ich kenne keine Freunde mehr. Oha. Jetzt kurz gucken, noch irgendwas. Und es ploppt hier die ganze Zeit. Vielleicht ist hier noch irgendwie ein Blob oder so. Wir haben Diamanten gefunden. Yeah. Jetzt kann uns keiner mehr was. Jetzt können wir uns ein Diamantenschwert machen und dann ganz unspektakulär sterben. Und uns alle ärgern, dass wir die Diamanten verloren haben. Yeah. Erstmal sammeln wir Kohle, denn wir werden in nächster Zeit sehr viel Kohle brauchen. Weil unser Kohlevorrat zu Neige gegangen ist und ich das gerne beheben würde. Auch wenn wir in unserer ersten Mine, unserer eigentlichen ersten Mine, nicht so wie die wir hier betitelt haben, auch wenn wir da noch genug hatten von allem, aber. Guck mal, da oben ist ein Zombie. Spring doch, spring doch. Boom. Pam. Da oben ist es hell, was da wohl sein wird. Interessant. Oh, da geht's doch noch runter. Ich habe einen leichten Schluck auf und schon wieder mitten in den Aufnahmen. Ich verstehe das gar nicht. Das ist wie verhext, dass ich jedes Mal Schluck aufbekomme. Da geht die Tür auf und. Ach, ist bloß ja your Mom. Du bist langweilig. Hast du schon mal die E-Mails gecheckt? Wegen der ganzen Fan-Mail und so? Warum kriege ich nichts mehr? Du hast doch gerade Katzenfutter mitgebracht. Das ist total unfair, wisst ihr? Er steht da mit Katzenfutter und sagt mir, ich krieg nichts mehr. Dabei weiß er genau, dass ich Katzenfutter über alles liebe. Jetzt verfüttert er mein Essen an die Katzen. Das wäre so klar. Du bist ein Unmensch. Oh, Hilfe, mein Handy. Wenn ich ihn persönlich kenne, gehe ich nicht ran. Tut mir leid. Außerdem bin ich mitten in den Aufnahmen. Komisch. Ich weiß nicht, ob ihr das macht, aber geht ihr ran, wenn ihr eine Nummer nicht kennt? Seid ihr so neugierig? Ich nicht. Da ist dann wieder bloß irgend so ein Marktforschungsinstitut. Zumal es jetzt gerade eine Handynummer war. Ich wüsste jetzt nicht, warum ich eine Handynummer anrufen sollte. Obwohl, dann wird es wahrscheinlich kein Markt. Ach, ist doch egal. So, wir müssen mal gucken, was hier noch gibt. Ich sehe uns irgendwie schon tot irgendwo in der Ecke liegen.
Und wir haben Gold gefunden. Oh, ein Enderman. Erschreck mich doch. Wir bringen jetzt erstmal ganz kurz unsere erbeutete Beute in das Lager, was wir da angelegt haben. Denn die Diamanten möchte ich gerne irgendwie nicht verlieren und ich brauche eine neue Spitzhacke. Das wird jetzt wieder so eine spannende Folge, in der wir irgendwie nur Blödsinn machen. Machen wir mal so. Ein paar mehr Spitzhacken. So und so. So. Ein Augenblick. Ah, mir hat irgendwer angeschrieben, den ich kenne, aber das Nummer ich nicht habe. Moment mal. Leute, darauf muss ich doch jetzt mal fast reagieren. So, ihr müsst mal ganz kurz mir beim Schweigen zuhören. So, jetzt habe ich geantwortet. Trotzdem, hast du schon die Fanmail mal durchgeguckt? Ah, okay, gut. Er hat gesagt, macht da. Ja, also ihr könnt dem Your Mom eure gesamten Nachrichten schicken, eure Sorgen, eure Nöte. Er antwortet nicht, das ist schon mal garantiert. Weil er ein fieser Mensch ist. Ein böser, böser, fieser Mensch. Bauen wir irgendwas? Nö. Die Spitzhacke ist ja auch fast fertig. Mit den Nerven. Nehmen wir die doch mit. Warte mal, wir nehmen mal... Ja, man merkt, ich bin gerade ein bisschen hibbelig, weil ich überlege, wie ich am besten jetzt wieder den nächsten Blödsinn mache. Zack. Oh. So. Dann machen wir so. Weil ich möchte das gerne kennzeichnen, wo ich langlaufe. Einfach, damit ich mich dann irgendwie eventuell wieder zurechtfinde. Ich krieg auch gleich wieder eine SMS. Hey, cool! Keine SMS, sondern Kupfer. Ich glaube, Pfeil und Bogen ist bald keine so gute Idee mehr. Das ist mich jetzt schon ziemlich ausgelutscht, das Teil. So. Dumm. So. Und so. Und so. Schon irgendwie ein bisschen cooler, wenn man hier dann so... Wow. Ah, nein, ich will nicht rein. Wer weiß, was das ist? Ah, genau, nach da hinten wollten wir. Wir wollten ja erstmal hier noch alles absperren und dann... Nee, muss ankämpfen gegen Strömung. So. Ach, jetzt krieg ich doch noch erstmal. Das hab ich doch gesagt. Oh, und da haben wir natürlich Obsidian und Lava. Was gibt's hier noch? Mhm. Das ist natürlich... Oh. Okay. Das ist cool. Das ist richtig cool. Okay. Ich glaube, hier brauchen wir keine Fackeln setzen, weil hier wird es immer hell sein. Mit dem Raum können wir im Augenblick überhaupt nichts anfangen. Obwohl, wir könnten uns natürlich einmal drumherum buddeln, aber das wird A, ziemlich lange dauern und B, wahrscheinlich wird es auch ziemlich sinnfrei sein. Ah, das wird erklären, was das hier ist. Hier war mal irgendwie Wasser und das hat sich dann mit der Lava verbunden und ist dann zu Obsidian geworden. Und hier ist wieder so ein Canyon. Ein mordsmäßig großer Canyon ist hier. Wir haben natürlich jetzt kein Schwert mitgenommen. Oh. Komm auch her, komm, los. Das ist natürlich wieder eine krasse Sache. So eine Canyons. Die
haben immer das Potenzial, um einen den Gar auszumachen. Muss man einfach mal leider so sagen. Weil man geht irgendwo rein und kommt dann nie wieder raus. Oh, hier ist irgendwo ein Endermensch. Habt ihr ja schon oft genug erlebt, ne, bei mir, dass ich in irgendwo in eine Höhle reinrenne und dann nicht wieder lebendig rauskomme. Oh, Redstone. Das riecht doch verdächtig nach Redstone-Action. Was haben wir denn? Oh. So. Bald ist auch irgendwie wieder mal, ist mal wieder Zeit, dass wir irgendwie ernten, damit wir was zu futtern haben. Ich kann nur hoffen, dass wir jetzt uns hier nicht irgendwie in die Lava reinbuddeln. So und so und. Ja. Und jetzt müssen wir irgendwie wieder rauskommen. Hops, hops, hops. Noch ein paar Fackeln bauen, das sehe ich. Okay. Wir könnten auch noch weiter hier gehen. So, so. Ich würde sagen, wir brauchen einfach mal die Stufen hier ein bisschen auf. Also ich würde jetzt gerne noch mal da oben weiter suchen. Noch nicht in den Canyon reingehen. So, einfach mal hier noch ein bisschen die Rohstoffe abgrasen. Weil ich sehe sonst, dass wir uns da ganz schön verrennen und dann. Ah, hier ist das Obsidian. Okay. Gut. Hier sind ja noch mehr Höhlengänge gewesen. Das war mehr Kupfer. Oh, da wäre jetzt fast runtergefallen. Das wäre ja uncool gewesen. Wir können ja mal hier so ein bisschen für Sicherheit sorgen. Safety first. So. Und halten uns vor Augen, dass es hier richtig gefährlich ist, runterzugehen. Wir machen es aber trotzdem. Wir wollen euch ein bisschen Action bieten. Oh, und dafür breche ich mir so den Knöchel. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das ist ein bisschen doof gelaufen. Oh, und da jetzt wieder hochkommen, ist ja ein Krampf, ein absoluter. Hups. Machen wir es mal hier so. Versuchen es mal hier irgendwie wieder rauszuarbeiten. So. Machen wir diese ganze Sache mal zu, weil da ist nichts. Nichts, was uns irgendwie weiterhilft. Gehen wir weiter mal in die Richtung. Puh. Ach, warum mache ich denn da was hin? Da müssen wir lang. Hey! Okay. Hier ist schon mal nichts. Außer Rohstoffe, die wir gleich uns holen werden. Auch nicht. Hier war noch gerade noch. Oh. Okay. Mal gucken, wir da durch die. Ja, hier hin. Oh nein, da geht's bloß runter. Ups. Dann holen wir uns erstmal die ganzen Rohstoffe hier. Platz haben wir ja genug. Wir haben ja alles abgelegt. Wir werden noch Unmengen an Fackeln brauchen, deswegen auch die Kohle. Man könnte natürlich auch die Kohle herstellen, indem man Holz verbrennt, aber ihr wisst, wie aufwendig es ist, an Holz ranzukommen. Und noch haben wir unsere Zucht noch nicht fertig. Das wollten wir eigentlich jetzt machen, wenn wir hier in der Höhle schon mal sind, aber
Irgendwie lasse ich mich immer leicht ablenken. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie wir hier rauskommen. Ah, ich weiß, es ist das lästige Thema. Serga geht in eine Höhle und kommt nicht mehr raus. Und ständig diese Spinnengeschreie. Ich werde noch wahnsinnig. Eigentlich könnte ich ja noch weiterlaufen. Ihr wollt bestimmt alle, dass ich in den Canyon gehe, oder? Ich sehe schon, dass ich sterben werde. Ich würde sagen, wir grasen jetzt einfach hier mal alles ab, bis es nicht mehr weitergeht. Und dann gehen wir in den Canyon. Außer natürlich, wir treffen nochmal so auf den Canyon, dann drehen wir um und suchen uns eine andere Möglichkeit. Weil noch möchte ich nicht in den Canyon. Ah, das ist der Ort, den wir gesehen hatten. Das werden wir jetzt auch verschließen. Hat er uns schon gesehen? Oh, das war's dann auch mit unseren. Oh, habt ihr gesehen, da sind gerade Zombies und so gespawnt. Ja, das wird natürlich auch immer häufiger jetzt passieren, desto weiter wir in die Tiefen kommen. Denn umso weniger lassen sich Zombies und ähnliches Getier fernhalten. Aber wo rennen die denn hin? Die ignorieren uns ja total. Na gut, uns soll es jetzt nicht ärgern. Was ist hier? Da sind immer mehr Höhlen. Richtig verwirrt. Wo rennt er denn hin? Das sind wieder wirklich so Unmengen an Höhlen. Hier müssen wir mit einer ganzen Armee reingehen. Dafür sind dann wieder Multiplayer richtig toll, weil sagt man, hey, ich habe eine Höhle gefunden. Die ist voll riesig, damit komme ich gar nicht klar. Unmengen an Rohstoffe, helft mir mal aus. Also das wäre so eine Höhle, wo ich sage, da würde ich mir dann Hilfe holen. Boah, brenne. Ein Blob und Diamanten. Ja, Mann. Nicht in die Luft springen bei dem Blob, den brauche ich noch. So. Juhu, juhu, jetzt kriegen wir nicht unsere Blobs zusammen. Das Glück. Oh. Oder auch nicht so. Das ist ein bisschen blöd gelaufen. Oh doch, da haben wir Blobs, ganz viele Blobs. Ja. Juhu, Blobs. So, wir müssen jetzt mal noch ein bisschen das und das. Und dann machen wir uns noch ein paar Fackeln. Perfekt. Nein, das brauche ich noch. Guck mal, jetzt sind wir schon Level 11. Das ist natürlich eine richtig coole Sache. Und wir sind schon in einer. Oh, und Lapis Lazuli. Oder Labis Lazuli? Ich weiß gar nicht. Und Kohle und ein Zombie. Komm her, Zombie, hier. Ja, komm. Komm schon, Legolas. Hierher. Oh. Oh, Hilfe. Aua, aua. Oh nein, der trifft mich. Der tötet mich. Schnell, fliehen. Ich will nicht sterben. Ich bin viel zu gut aussehend. Lachst du gerade? Guck mich doch an. Hier. Da. Bin ich ein Traum? So. Wir brauchen mehr Waffen. Ich will nicht sterben. Geh weg.
Oh. Jetzt verschwinde, du Monster. Wir sollten vielleicht noch ein paar Pfeile sammeln. Und dann können wir nämlich zurückschießen. So, hier. Zack. Kopfschuss. Ich möchte die Diamanten haben. Nun sie bitte so freundlich sein und sterben. Ha! Hat so ein bisschen was von einer Demonstration. Ich weiß, so stelle ich mir das vor. Und hier noch und da. Und damit hier auch wirklich keiner mehr spawnen möchte. Jetzt juckt mir das Schulterdings. Also, wir haben natürlich jetzt wieder Unmengen an Diamanten. Jetzt leuchten wir noch hier ein bisschen aus und dann... Dafür bin ich wieder zu dick, um da durchzukommen. Jetzt hier lang? Ja. Okay, hier ist dann Ruhe. Und jetzt holen wir uns unsere Diamanten und verkrümeln uns wieder. Oh, Kupfer. Sowas lassen wir uns auch nicht entgehen. Da kann man einen Golem draus bauen. Wir müssen irgendwann mal noch in die Hölle. Und oh mein Gott, wie viele Diamanten. Oha. Weg mit dir. Hinfort. Schnell. Mach, dass du kommst. Wir müssen auch in die Hölle und mal so eine Festung suchen. Oder so ein, ja, es gibt ja diesen Höllenstein. Der ja wirklich... Das sieht aus wie Brücken und Räume. Hat so ein bisschen was von so einem Dungeon. Und da müssen wir einfach mal so einen dicken Golem loslassen. Der dann da seinen Spaß hat. Oh, Hilfe. Da ist er noch ein bisschen. Wir müssen eine ganze Armee von Golems bauen. Die lassen wir dann los. So wie die Schneemänner. Sollte eigentlich eine gute Kombination sein. Schneemänner und, ihr wisst ja, die Schneemänner, hatte ich ja schon mal gesagt, die schubsen die Gegner weg und die Golems schubsen weg und... Oh, wow, wo denn? Du schon wieder. Dich kenne ich doch. Hier, die Pfeile mal mit. Langsam, aber sicher wird es auch knapp im Essen. Wir müssen ja aufpassen, dass wir uns regenerieren. Sonst sterben wir mal ganz schnell. Boah, 8 Diamanten. Krasse Scheiße. Muss man mal sagen. Ey, Kollege. Pass mal auf. Oh, stirb. Oh. Ich glaube, wir gehen... Oder gehen wir schon wieder zurück? Ich weiß es gar nicht. Wollen wir auf Risiko spielen? Vielleicht finden wir noch mehr Diamanten. Ich bin dafür, wir sind absolut feige wie immer und gehen zurück. Wenn ich den Weg zurück finde und bringe erstmal das Gut, was wir hier haben, weg. Slime Balls, die haben wir sowieso gesucht. Die brauchen wir jetzt auch. Ich glaube, da lang müssen wir, oder? Ja. Oha, das war mal wieder eine spannende Reise und ich hoffe, dass sie jetzt schnell endet. Weil wir alles weggebracht haben. So, oh, guckt euch das an, 11 Diamanten, oh, so schön. Ich könnte heulen. Ah, vor Freude. Und Eisen und alles und, oh, herrlich. Und ich wette mit euch, wir sterben noch gleich irgendwie. So, was müssen wir alles mitnehmen? Eigentlich alles. Das brauchen wir nicht so. Das brauchen wir auf jeden Fall. Das auch. Ja. Brauchen wir. Das brauchen wir. Das. Auf jeden Fall. Das und das. Das brauchen wir. Das und da. Davon haben wir auch. Ja. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Was nehmen wir mit? Die Schere oder das Lapis Lazuli? Oder Lapis Lazuli oder.
Wir können auch einfach die total spektakulären Diamanten einfach wegschmeißen und dafür die Angeln mitnehmen. Nein. Wir nehmen die Diamanten mit und das Lapis Lazuli. So. Und jetzt müssen wir bloß den Weg rausfinden, den wir zum Glück hier gekennzeichnet haben. In unserer Höhle Nummer 0000001. Und jetzt müssen wir bloß auch hier den Weg irgendwie wieder rausfinden. In den Teil, wo wir irgendwie gerne sind. Oh, ist auch noch dunkel. Hops und hops. Da, das sieht irgendwie nach bewohnbaren Gefilden aus. Ich guck mal ganz kurz. Da sind die Setzlinge. Die packen wir nach da. Von der Erde, von der wir so unermesslich viel haben. Wir hätten natürlich jetzt auch die Schere mitnehmen können und das verrottene Fleisch wegschmeißen. Ach, egal. So, und jetzt kommt der glorreiche Augenblick. Zack. Und zack. Und zack, eigentlich. Könnte man auch. Ah, vielleicht. Und dann kommt da noch eine Fackel hin. Und da kommt was hin. So. Und da war ja hier die Explosion, ne? Genau. Dann machen wir das hier hin. Und ein so ein Ding hier hin. Und, oh, gruselige Musik. Und da, und da. Und dann bleibt uns schon die Erde weg. Schade. Würde ich sagen, jetzt lassen wir mal so einen Baum wachsen. Und gucken mal. Aha. Ist das nicht hoch genug? Schade. Oder nicht hell genug? Können wir ein bisschen übertreiben mal. Wir haben es ja sowieso. Also. Und das übertreiben wir einfach nochmal. Nein, auch nicht. Dann scheint es auch nicht hoch genug zu sein. Das ist aber schade. Oh, jetzt fahre ich gerade fast nach hinten. Ich würde sagen, wir bringen erstmal unsere Diamanten in Sicherheit. Und, ich überlege mir was. Wir brauchen Erde. Viel Erde. Und dann müssen wir noch ganz viel weghacken. Ja. Und wir müssen noch viel, viel Eisen schmieden in Blöcke oder schmelzen zu Blöcken. Und er rennt wieder fröhlich rum. Schön. Und da würde ich sagen, dass wir langsam zum Ende kommen. Dann habe ich 1,5 Stunden aufgenommen ungefähr. Und bis der nächste Tag anbricht, oder also die nächste Folge, sagen wir es mal so. Oh, da packen wir es einfach hin. Überlege ich mir, was wir als nächstes anstellen. Das weiß ich noch gar nicht. Oh, da ist eine Schere. Ich schmeiße erstmal alles raus, was man irgendwie rausschmeißen kann. Und zack, 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 zack. Alles raus. Und mit leeren Händen starten wir dann in die nächste Folge. Quasi gleich. Also dann, wenn die nächste Woche und so. Nee, ihr kennt es ja. Ach, das ist ja hier. Sound System. Obwohl, eine Frage habe ich noch. Ganz kurz. Wir haben ja diese Schallplatte. Da nicht. Da auch nicht. Da nicht. Da? Nein. Dort? Überhaupt nicht. Nein. Hier auch nicht. Vielleicht. Oder? Nein. Ja, nein, vielleicht könnt ihr mir das ja in die Kommentare reinschreiben. Dann muss ich es nicht ausprobieren. Und, beziehungsweise ich werde es dann trotzdem ausprobieren oder einfach mal zeigen. Kann man die Jukebox quasi, also diese Boxen, wenn man darauf haut, da kommt ja ein Ton, kann man die mit dem anderen Kasten verbinden, sodass der Sound, der da rauskommt, weitergetragen wird. Dass man halt quasi im ganzen Haus diese Dinger aufbaut und dann halt, dass man überall diese Melodie hört.
Wäre mal cool, wenn ihr das ausprobiert. Und wenn es funktioniert oder nicht, schreibt es mal in die Kommentare. Und ja, das wäre mal eine coole Sache. Das wäre mal eine Sache, die ihr mal machen könntet. Einfach mal, um zu zeigen oder mir zu sagen, ob das geht oder nicht. So, und in der nächsten Folge werden wir uns dann daran machen, unten was wegzukloppen. Und wir werden auch noch Wölfe suchen und hoffentlich finden. Und ja, viel gelabert mal wieder. Also, ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen guten Morgen, alles Gute zum Geburtstag, Happy Halloween und frohe Weihnachten, je nachdem, wann ihr das Video gerade guckt. Und bis zum nächsten Mal. Hoffentlich auch wieder mit euch. Bis dahin, ciao.